Ja, willkommen zu einem neuen Video. Und ich habe mir leider vor einer Woche die Schulter ausgekegelt und jetzt kann ich die nächsten zwei Wochen noch nicht richtig Rad fahren. Dafür stelle ich euch heute mein neues Bike vor, das Santa Cruz Nomad 4. Und ja, da ist das Bike. Und ich habe mir das nicht einfach nur den Rahmen um 3000 Euro gekauft. Ich habe ein ziemliches Glück gehabt beim Kauf. Ich habe mir den 2017er Rahmen auf den Haben gekauft und der Rahmen hatte dann da einen Riss in Carbon und mit der Garantie von Santa Cruz habe ich jetzt den neuen Rahmen bekommen. Das war ein ziemlich geiler Kauf. Insgesamt ist das ein Santa Cruz Nomad 4 Carbon Rahmen. Nicht die teuerste Variante und ich habe ihn mir in Medium gekauft und insgesamt wiegt das Bike jetzt genau 13 Kilo, aber ich habe noch keine hydraulische Sattelstütze drinnen, darum ist es eben ziemlich leicht, weil es ist echt chillig zum hinauftreten. Ja, und insgesamt habe ich den Style vom Bike so im Braun und Blue Style gewählt und ich schaue eigentlich ganz geil aus. Und mit den Custom Decals von BK Sticker, also wenn ihr mal Decals oder Sticker braucht oder Frame Protector, dann schaut einfach mal in der Website, auf der Website vorbei, die ist in der Beschreibung verlinkt. Da gibt es auch so Mudguards. Insgesamt habe ich SRAM Kurbeln und die Pedale weiß ich jetzt nicht von welcher Marke die sind. Und eine Easer Tinkersette mit 9 und 46 Tenen und ein X0 Schaltwerk. Ja, der Dämpfer ist ein RockShox Debonair Deluxe Dämpfer. Leider ist er nicht sperrbar, aber vorne kann man einen Rebound verstellen. Ja, da habe ich noch eine blaue Sattelklemme von Hope. Das schaut, finde ich, ziemlich geil aus. Ja, einen 78 cm Lenker von Fatbar, Rental Fatbar. Und als Federgabel habe ich die RockShox Pike mit 160 mm Federweg. Ja. Ja, und als Bremsen habe ich die Shimano XD gewählt, weil die mir einfach richtig gut gefallen von der Bremskraft her. Ja, und jetzt zeige ich euch noch ein paar Aufnahmen, wie ich mit dem Bike fahre, bevor ich mir die Schulter ausgekriegt habe. Ciao, abonnieren nicht vergessen.